GTA 6 ist nun endlich bestätigt. Und was passiert jetzt? Was passiert als nächstes? Und genau darum geht es im heutigen Video. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Hiflo, meine Freunde, und herzlich willkommen auf diesem wunderschönen Kanal. Was war das denn für ein heftiger Dezember letzten Monat? Neben dem neuen DLC haben wir auch endlich die lang ersehnte GTA 6 Ankündigung inklusive Trailer erhalten. Allerdings wurde das Spiel ja erst auf nächstes Jahr, auf 2025 angekündigt. Heißt es denn jetzt, dass wir auch erst weitere Informationen wie den zweiten Trailer, Screenshots, Vorbesteller und so weiter und so fort alles erst 2025 bekommen? Genau darum soll es gehen. Um zu schauen, wie Rockstar Games das Marketing für ein neues Spiel gestaltet, sollten wir uns als erstes mal anschauen, wie sie das in der Vergangenheit immer gemacht haben. Ich glaube, GTA 5 ist dabei eher irrelevant, weil es einfach zu lange her ist. 11 Jahre ist das Ganze her. Seitdem hat sich vieles geändert, nicht nur bei Rockstar Games, sondern auch generell im Marketing und wie man eben so etwas macht. Deswegen schauen wir uns hier mal Red Dead Redemption 2, das letzte Spiel von Rockstar Games, etwas genauer an. Und zwar war es hier folgendermaßen. Der erste Trailer ist damals am 20. Oktober 2016 erschienen. Ungefähr 2 Jahre vor Spielrelease und 1,5 Jahre vor geplantem Release. Dann haben sie das Spiel verschoben und einige Screenshots gepostet am 22. Mai 2017. Und hier können wir direkt mal festhalten, dass ganze 7 Monate vergangen sind, seit dem ersten Trailer, bis dann es mal wieder eine Nachricht gab. Und das ist die Frage, ob das auch so geplant war oder ob Rockstar Games einfach nur das Spiel verschieben musste und deswegen noch ein paar Screenshots dazu gepackt hat, um die Spieler so ein bisschen zu beruhigen. Den zweiten Trailer gab es dann am 28. September 2017, also fast 1 Jahr nach dem ersten Trailer. Genauer kann man eigentlich fast sagen, 11 Monate nach dem ersten Trailer kam der zweite Trailer. Dann wurde das Spiel wieder verschoben und es gab noch einmal ein paar Screenshots am 1. Februar 2018. Dann gab es einen dritten Trailer am 2. Mai 2018. Die ersten Reviews zu dem Spiel sind am 3. Mai 2018 online gegangen. Und auch damals wurden dann nochmal haufenweise Screenshots veröffentlicht. Und die ersten Infos zu den neuen Editions gab es dann am 4. Juni und so weiter und so fort. Alles danach interessiert uns ja jetzt erstmal nicht. Es geht uns ja erstmal darum, wann jetzt der zweite Schritt sozusagen passieren wird. Und ihr seht, der Schritt zwischen dem ersten und dem zweiten Trailer, das ist wirklich ewig. Zwischen 2 und 3, das ist gar nicht so ewig hin. Aber zwischen dem ersten Trailer und bis es dann mal wieder was weiteres gibt, einen neuen Trailer, das ist ja wirklich, wirklich ewig. Wenn sie also hier die gleiche Marketingstrategie wie damals bei Red Dead Redemption 2 verfolgen, würde das bedeuten, dass wir erst den nächsten Trailer in 11 Monaten im November 2024 bekommen würden. Klingt extrem weit hin, aber gegebenenfalls ist das diesmal bei GTA 6 etwas anders. Und das ist auch gut so. Um das zu erklären, muss ich erstmal so ein paar Bausteine sozusagen in den Raum werfen und die setzen wir am Ende dann zusammen. Das erste ist, es gibt bald mal wieder einen neuen Earnings Call für das Q3. Und warum ist das jetzt so interessant? Naja, Earnings Calls sind natürlich dafür da, den ganzen Aktionären, man kann ja Take-Two Aktien, also die Muttergesellschaft von Rockstar Games hat Aktien, die kann man kaufen als Privatperson und damit natürlich dem Unternehmen Vertrauen schenken, denen Geldmittel zur Verfügung stellen und die arbeiten letztendlich mit dem privaten Geld. Ist auch egal, Aktien brauche ich jetzt hier nicht erklären. Tatsache ist, dass diese Earnings Calls dafür zuständig sind, diesen Aktionären, also den Leuten, die Firmenanteile besitzen, zu erklären, was ist eigentlich aktuell der Plan, wie und wann werden wir Geld verdienen und so weiter und so fort. Und das ist immer ein Zeitpunkt, wo Take-Two natürlich kurz vorher probiert, die Aktie hochzutreiben und die Gewinnerwartungen einfach hochzutreiben, damit mehr Leute die Aktien kaufen und damit der Wert des Unternehmens steigt. Das ist also ein ganz normaler Marketing-Trick, dass du vor einem Earnings Call nochmal kurz vorher eine wichtige Ankündigung, eine neue Präsentation raushaust, damit dann eben nochmal die Aktie besser dasteht und man vor den Aktionären besser aussieht und sagen kann, ey, die Aktie, guck mal hier, das hat so ein Potenzial, das ist so explodiert, bla 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 blub. So war es übrigens auch mit dem ersten Trailer, wo man die ganze Zeit gesagt hat, ey, der Earnings Call ist jetzt am Mittwoch, aber wir haben noch gar keine Ankündigung für den Trailer und tja, dann kam es noch. Der Earnings Call war an einem Mittwochabend angedacht und Mittwochmittag haben wir dann nochmal die GTA 6 Trailer-Ankündigung erhalten. Also es ist auch mal wieder ein Beweis gewesen, dass diese Marketingstrategie bei Rockstar Games nach wie vor verfolgt wird. Das Wichtige oder das Interessante sind also jetzt 2 Sachen, wenn der Earnings Call wirklich Anfang Februar sein wird. Erstens, sie werden dort wieder über Zahlen sprechen, Gewinnerwartungen. Und die sind natürlich jetzt deutlich präziser als noch vor einiger Zeit. Vor einiger Zeit wussten sie vielleicht noch nicht, okay, wann genau das
Spiel erscheint, wann werden wir genau die Vorbesteller zulassen und so weiter. Deswegen ist alles noch ein bisschen schwammig. Jetzt sind wir aber näher an diesem Datum. Heißt, Take-Two kann viel besser abschätzen, okay, wir halten unseren Zeitplan oder nee, wir verschieben es eher nach hinten und so weiter. Bedeutet, wir können daran sehen, dass sie sagen, okay, wir machen in 8 Monaten auf einmal richtig krasse Gewinne. Dann können wir sagen, okay, in circa 8 Monaten startet der Vorverkauf. Oder sie sagen, wir machen erst Gewinne im Q1, also im ersten Quartal 2025. Und das heißt dann, okay, es dauert noch einige Zeit und wir können erst in 2025 vorbestellen und so weiter und so fort. Also sobald also diese Zahlen explodieren an Verkäufen und Umsätzen, ab dann ist der Vorbestellerbonus auch da. Und das heißt, man kann das alles so ein bisschen, ja, einschätzen, wann das alles losgeht. Die zweite interessante Sache ist jetzt hier noch, dass Rockstar Games natürlich auch probieren wird, diesen Earnings Call wieder etwas zu pushen. Also würde mich nicht wundern, wenn sie kurz vorher noch einmal einen kleinen Newswire-Post machen mit den ersten Screenshots oder so. Wie auch immer, ist nur eine persönliche Vermutung, aber es könnte Anfang Februar etwas interessanter werden. Dementsprechend, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um das dann nicht zu verpassen. Aber auf diese Spekulation will man natürlich sich nicht vertrauen. Und was heißt das jetzt für die Zukunft von GTA Online? Was bedeutet das jetzt konkret für die nächsten Monate? Naja, Rockstar Games wird mit GTA 6 wahrscheinlich etwas anders verfahren als mit Red Dead Redemption 2. Einfach, weil das Interesse deutlich höher daran ist, weil sie damit die Aktie deutlich, deutlich höher pushen können. Und jeder, der immer sagt, Rockstar Games ist so geldgeil, bla bla bla. Ja, es ist eine Aktiengesellschaft, es ist ein Unternehmen, natürlich wollen die Geld machen. Und das macht man natürlich am einfachsten mit großen Ankündigungen, mit großen, hoffnungsvollen Ankündigungen. Umso mehr man davon droppt, umso besser steigt natürlich auch die Aktie, weil man umso mehr Aktionäre irgendwie erreicht und so weiter. Dementsprechend werden sie einiges dieses Jahr in meinen Augen noch raushauen. Denn es ist auch so viel bezüglich Marketing zu tun. Wir brauchen eine richtige GTA 6 Webseite, wo dann auch wieder einiges im Coding gefunden werden wird. Wir brauchen Screenshots. Wir müssen diese ganzen einzelnen Gebiete nochmal ein bisschen genauer anschauen. Port Gellhorn, Vice City, die Keys und so weiter und so fort. Und da freue ich mich persönlich am meisten drauf, die Kooperationen mit GTA Online. Sowohl bei Red Dead Redemption 2 als auch bei GTA The Definitive Edition gab es Kooperationen mit GTA Online, wo wir in GTA Online besondere Gegenstände freischalten konnten, wenn wir irgendetwas mit GTA 6 bzw. damals mit Red Dead Redemption 2 und der Definitive Edition getan haben. Zum Beispiel The Definitive Edition konnte man diesen Knastanzug bekommen. Bei Red Dead Redemption 2 haben wir sogar 2 Schatzungen bekommen. Einmal die Pistole und auch einmal diese Axt, und es ist einfach geil, wenn du in GTA Online schon was freischalten kannst für GTA 6. Warum sollte man das machen? Naja, damit pusht natürlich Rockstar Games auch GTA Online nochmal ziemlich und kann einfach sagen, hey, guck mal hier, wir haben noch ein anderes Spiel, was ganz ähnlich ist. Habt ihr vielleicht Bock, das nochmal zu spielen, auch wenn es jetzt schon ein bisschen älter ist? Und viele Leute machen das. Und jetzt merke ich auch hier auf YouTube, dass einfach seit die GTA 6 Trailer-Ankündigung da ist, einfach so viel mehr Leute wieder GTA Online spielen, weil sie einfach so im Hype sind auf dieses neue Spiel. Und das weiß Rockstar Games natürlich auch. Und mehr Spieler in GTA Online bedeutet mehr Shark-Card-Verkäufe. Wer auch immer sich Shark-Cards holt, kann ich bis heute nicht verstehen. Aber egal, Leute holen sich dann Sharkards und damit verdient Rockstar Games natürlich nach wie vor ziemlich gutes Geld. Aber nicht nur die Cross-Promo zu anderen Spielen ist für Rockstar Games sehr wichtig, sondern sie machen natürlich auch, wie bei jedem Spiel, groß Werbung im Real Life. Werbung, Werbeplakate an Wohnhäusern, Werbung auf dem Times Square in New York City, Interviews mit den Darstellern, Merchboxen, die man kaufen kann, Vorbesteller, Bonis, Fernsehwerbespots und so weiter und so fort. Und das dauert natürlich, das dauert sehr, sehr lange, und dementsprechend müssen sie entsprechend früh mit dem Ganzen anfangen. Wenn dann letztendlich der zweite Trailer zu GTA 6 endlich erscheint, können wir erwarten, dass dieser dann mehr auf Jason basiert. Denn wenn ihr euch den ersten GTA 6 Trailer anschaut, dann merkt ihr, das alles ist aus Lucias Perspektive gezeigt. Und Jason kommt da ein bisschen kurz. Und da es 2 Hauptcharaktere geben wird, wird der zweite Trailer sehr wahrscheinlich eher aus Jasons Perspektive sein. Außerdem werden in einzelnen Trailern oder zumindest auf Screenshots nochmal die einzelnen Gebiete vorgestellt. So war es auch damals bei Red Dead Redemption 2, also extra ein kleiner Abschnitt nur über die Keys, ein extra Abschnitt nur über Miami Beach und so weiter und so fort. Außerdem wird Rockstar Games mit Sicherheit noch eine Kleinigkeit zu GTA 6 online sagen. Allerdings würde ich jetzt hier keinen größeren Post oder keinen größeren Trailer erwarten. Das wird erst nach der Story beworben, würde ich jetzt mal vermuten. Und vorher wollen sie sich erstmal auf die Story konzentrieren, was ich auch richtig und was ich auch gut finde. Aber ich denke, dass sie es mal in einem Nebensatz oder so erwähnen werden und sagen, hey, es gibt übrigens GTA 6 online oder irgendwie so etwas. Weil das ist natürlich das
was Rockstar Games im Moment antreibt, da wo Rockstar Games aktuell noch sein Geld verdient. Und dementsprechend sieht man ja auch, dass ein entsprechend großes Interesse an dieser Thematik besteht. Dem Ganzen entgegen wirkt allerdings auch der Fakt, dass Rockstar Games aktuell mit extremen Leak-Problemen zu kämpfen hat. Source Code Leak, GTA 6 Leak letztes Jahr und so weiter und so fort. Also die Probleme sind gigantisch. Der GTA 6 Trailer wurde geleakt. Auch dass GTA 6 angekündigt werden sollte an diesem Mittwoch, wurde schon vorher geleakt und so weiter und so fort. Rockstar Games hat da immense Probleme mit Geheimhaltung und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hier das Ganze ein bisschen entgegenwirkt und Rockstar Games sich erstmal bedeckt hält. Also ihr seht, wir haben sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente, dass dieses Jahr interessanter wird. Ich persönlich denke, dass dieses Jahr jetzt nicht so viel Action in Bezug auf GTA 6 bringen wird, aber es wird jetzt auch nicht so ruhig sein wie bei Red Dead Redemption 2 bzw. GTA 5 damals. Ein ganz anderes Thema, wo wir auch mal kurz drüber reden sollten, ist das Release-Datum. Denn Rockstar Games hat offiziell gesagt 2025. Das ist ja ganz schön und ganz gut, aber warum denn nicht ein genaues Datum? Damals bei Red Dead Redemption 2 haben sie auch relativ früh einen Zeitraum zumindest mal, eine Jahreszeit genannt. Und diesmal nicht. Warum machen sie das so? Naja, damit sind sie natürlich flexibler. Wenn sie sagen, okay, wir sind mit dem Spiel relativ weit, bringen sie es im Frühjahr raus. Wenn sie sagen, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, halt erst im Herbst. Und damit umgehen sie den Shitstorm, dass sie das Spiel nochmal verschieben müssen. Ist eigentlich relativ smarter Move. Zudem möchte ich nochmal kurz auf etwas eingehen, was mir Zuschauer sehr, sehr oft auf Instagram oder so geschickt haben. Und zwar, dass im Trailer doch Zahlencodes versteckt wären, die irgendetwas bedeuten würden. Einmal hätten wir dieses Flugzeug am Anfang und dann auch nochmal eine Polizeiszene. Und ja, Rockstar Games ist sehr bekannt dafür, Sachen anzuteasern und auch Sachen zu verstecken anhand von Zahlencodes und so weiter. Aber um ehrlich zu sein, diesmal glaube ich es nicht. Ich glaube, das wäre jetzt einfach zu viel auf einen Schlag. Und ich glaube, Rockstar Games selbst weiß noch gar nicht so richtig, wann der nächste Trailer kommt und dementsprechend, oder auch das Spiel genau erscheint. Und dementsprechend würde ich diesen Zahlencodes jetzt mal nicht unbedingt so viel Beachtung schenken. Das ist, glaube ich, mehr Zufall als irgendwas. Und man muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass man sich hier nicht irgendwas an den Haaren herbeizieht, was einfach nicht da ist. Sobald es irgendwas Neues rund um GTA 6 gibt, ob Leaks, ob was Offizielles von Rockstar Games oder sowas, ihr erfahrt es natürlich hier auf unserem Kanal auf Julex. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, um das dann nicht zu verpassen. Und wenn ihr bis dahin euch nochmal auf den neuesten Stand in Sachen GTA 6 bringen möchtet, dann verlinke ich euch gerne nochmal unsere GTA 6 Bibel ab, denn dort hat mein Team und ich zusammen auf über 100 Seiten alles erklärt, was wir wissen, über die Leaks, über die Trailer, einfach alles, die Map, was wir da sicher wissen und so weiter und so fort. Also wirklich alles Interessante und Relevante, komplett aufgedröselt, erklärt. Und das kann man sich durchaus gerne mal anschauen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt mir jetzt nur zu sagen, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung zu dieser ganzen Thematik ist. Was denkt ihr, wann erfahren wir was Neues zu GTA 6 von Seiten Rockstar Games? Lasst sonst noch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.